Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. So, ich mit dem spontanen Intro, das muss ich auch immer noch mal wieder üben, also das dürft ihr mir nicht böse nehmen. Hier sind wir auf dem Flug von Paris-Charles de Gaulle nach Düsseldorf. Sehen unter uns ein kleines Städtchen, was immer noch so ein bisschen verschwommen ist, weil ich ja gerade aufnehme und die Festplatte dadurch schon heftig belastet ist. Deshalb darf man das dem Flugsimulator, der da irgendwie auch nicht so richtig ausgereift ist, hatte ich das schon in den Anfangsparts erklärt, ich denke schon, ja. Der ja nicht irgendwie für Vierkerner konzipiert ist, da lädt er nicht ganz so schnell die Texturen nach. So, ich muss mal gucken, ich denke, wir müssen gleich in den Landeanflug übergehen, damit wir dann nicht irgendwie den Flughafen Düsseldorf wieder verpassen. Und lade doch mal die Karte nach, mein Gott. Na, ja, jetzt hat er wieder mal einen Schlag, aber ich tippe mal, dass ziemlich bald der Arbeitsspeicher voll ist. Das hatten wir ja einmal, dass ich rausgeflogen bin, weil der Arbeitsspeicher voll ist. Das ist immer eine lustige Sache, beziehungsweise für euch, für mich dann eher nicht, weil ich dann wieder Computer neu starten muss im schlimmsten Fall, weil der Arbeitsspeicher dann irgendwie rappelvoll ist und ich dagegen nichts tun kann. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, noch in Frankreich, über Frankreich, ne, und gucken den baguettefressenden Leuten da unten zu. Ja, Leute, genau, da unten bei den unscharfen Texturen, weil ich denke, wenn man irgendwie hier hinten auf die Welt reinzoomt, das kann man nicht erwarten, dass das scharf ist. Aber wir können uns denken, dass die Franzosen da unten rumwimmeln, während wir hier oben über den Wolken mal ein bisschen Spaß haben. Und ich muss mal gucken, dass ich bald auf einen anderen Kurs gehe, weil wenn ich sehe EBLG, dann hört sich das schon schwer nach Europa an. Ach, das ist jetzt Europa. Frankreich ist auch in Europa, egal. Auch wenn manche Leute das nicht wollen. Aber E steht dann doch größtenteils für Deutschland, wie zum Beispiel EDDF, bekannteste Abkürzung für Frankfurt am Main, oder EDDL jetzt hier für Düsseldorf, oder einfach was weiß ich, EDRS für Sovereign, oder ist mir eigentlich auch egal. Also hier irgendwo in der Region ist da so ein kleiner Flughafen, Flugplatz, und da, das fängt alles mit E an. Und ja, ich muss mal gucken, dass wir dann auch wirklich rasch den Sinkflug einleiten, wenn wir dann auf den anderen Kurs gehen. Beziehungsweise so rasch dürfte es nicht sein. Ich habe soweit. So, liebe Leute, das, was ich befürchtet hatte, ist leider eingetreten. Und zwar ist mein Arbeitsspeicher leider gefüllt worden durch diesen Flight Simulator X. Und ja, ich habe mich jetzt mal einfach ganz grob wieder an die Stelle gesetzt, an der ich aufgehört hatte, beziehungsweise eigentlich doch recht genau, und gehe jetzt mal direkt in den Sinkflug über. Vielleicht schaffen wir es ja noch in den letzten 7 Minuten, ansonsten mache ich noch so ein Mini-Part da draus. Aber das Fahrwerk ist draußen, weil ich mit irgendwie auf dem Boden gestartet war, aber ich mache es jetzt am besten mal rein. Vergesst einfach die Panne und denkt euch, dass wir ganz normal weitermachen. Ich habe den Autopiloten so eingestellt, dass er mir eigentlich so 230 Sachen liefern soll, aber ich denke, wir bleiben bei 260 Sachen. Ich denke, das ist der Kompromiss. Und gucke einfach mal, wie das war, dass ich hier rein zum Höhenmesserkalibrierung war es nicht. Einstellknopf für was weiß ich. Nein, ach so, ja, hier gibt es noch so ein Pluszeichen oder so ein Minuszeichen. Dann weiß ich ungefähr, wohin wir müssen, beziehungsweise, nee, so gut war das jetzt auch nicht. Ich gucke nämlich am besten mal über das GPS. Und dieses GPS, was sagt es denn? Das GPS, was sagt es denn? So, ich bin nämlich jetzt eigentlich total aus dem Thema raus und muss gucken, dass wir irgendwie die 17.000 Fuß einigermaßen schnell abbauen. Obwohl, so ganz extrem schnell muss es nicht sein, aber ich denke nicht, dass wir das in den nächsten 6 Minuten schaffen. Und einfach mal gucken, dass ich mit
einigermaßen guten Autopilot-Kenntnissen, die ich doch einmal eigentlich vorgebe zu haben, haben. Na, und jetzt macht mein Norton wieder mal Stress, aber das werde ich auf jeden Fall auf Silent, in den Silent Mode katapultieren, nächsten Part. In der Hektik habe ich das eben vergessen. Und hier seht ihr auch die von mir beschriebenen schönen HD-Wölkchen von Real Environment X und darunter halt die schönen Bodentexturen. Und ich finde es toll, dass man aus so einem Flugsimulator so viel rausholen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schon erwähnt hatte, aber Microsoft hatte die Sache ja bis dato eingestellt. Nach dem Flight Simulator X haben sie gesagt, wir haben kein Geld mehr für die Microsoft Game Studios, aber haben zig Leute entlassen, auch die eigentlichen Entwickler der ersten Flight Simulator X Teile, wo ich dann wirklich extrem getrauert habe. Aber jetzt haben sie gesagt, sie kündigen einen neuen Flugsimulator an, und zwar mit dem Namen Microsoft Flight. Die ersten Screenshots sehen irgendwie größtenteils nach FSX aus, aber es wird kein Release-Datum genannt, wie auch wir sind gerade aus der Wirtschaftskrise raus, beziehungsweise eigentlich immer noch nicht ganz, und es sind einige neue Mitarbeiter eingestellt worden, und irgendwie wird das, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt eher so ein Consumer-Produkt, also irgendwie was Billiges für jedermann und nicht mehr so richtig ein Simulator, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Wenn das Ganze weitergeführt wird, bin ich wirklich mal unheimlich gespannt, wie das Ganze ausgeht, und ich würde mal sagen, wir müssen wirklich ein gutes Stückchen schneller an Geschwindigkeit hier verlieren. Ich gucke mal, dass wir hier auf 230 Sachen bleiben, dass wir auch einigermaßen zügig den Flughafen erreichen und nicht irgendwann nachher in diesen Anflug dann in diesem Anflug eine Notlandung machen müssen. Also da war das schon wieder vorbei mit dem freien Reden und dem Entertainer-Gehabe von mir, sagen wir es so. Ich bin ja eigentlich der Typ, der gerne so den Entertainer spielt und gerne frei redet, aber das ist manchmal ein bisschen doof, wenn man abgelenkt ist. Weil ich habe mir gerade ein paar Ideen für den Landeanflug gemacht, wie ich den gestalten werde. Und hier seht ihr irgendwie wieder diese komischen Luftaufwirbelungen dahinter den Flügeln, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wie diese abgespreizten, hochgestellten Flügelspitzen heißen. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Ich wusste das alles mal, also daran seht ihr, was für ein Nerd ich vor einigen Monaten noch war, dass ich diese ganzen Flugsimulator-technischen Begriffe kannte. Das war eine heftige Zeit, wo ich, wie gesagt, viele, viele Stunden vom PC gehockt habe, alles optimiert, getweakt, getuned, was weiß ich nicht alles habe, und ja, genau, aus der Zeit kommen dann noch viele Kenntnisse. Ich gucke jetzt einfach nochmal auf das GPS. ETE sagt mir jetzt 3 Minuten noch bis zur Landung, und deshalb sage ich ihm jetzt mal, dass er noch ein bisschen mehr sinken muss, und zwar 2000 Fuß pro Minute, dass wir dann auch einigermaßen zügig da unten ankommen und nicht dann irgendwie einen Sturzflug einleiten müssen. Das wäre nämlich wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich doof. Ja, beziehungsweise ich gebe ihm mal vor, er soll noch schneller sinken, weil wenn ich mir das hier so betrachte, sehe ich, dass es schon ziemlich knapp werden könnte. Verdammt! Und da seht ihr auch schon, dass ich mal wieder eine totale Fehlkalkulation eingeleitet habe und die Kiste hier noch einigermaßen retten muss, weil da vorne seht ihr auch schon den Flughafen, den wir jetzt hoffentlich nicht mit einem Sturzflug erreichen werden, sondern mit vielen Piepsgeräuschen und einer Geschwindigkeit, die ich hoffentlich bei ungefähr 200 oder 190 Knoten halten kann. Und ja, ich weiß, er meckert, du meckerst, dass die Klappen draußen sind, aber wir müssen jetzt wirklich mal Geschwindigkeit verlieren, denn ansonsten wird das mit unserem einigermaßen gelungenen Landeanflug nichts mehr. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ansonsten müssen wir einfach eine weitere Runde drehen. Ja, es sieht mir eigentlich ganz danach aus, dass wir hier einen spontanen Anflug machen müssen. Ja, das werde ich machen und werde mal so ganz grob den
den Autopiloten dafür verstellen, dass wir nicht ganz so heftig sinken und ordentlich beidrehen, damit wir einen Anflug von der anderen Seite einleiten können. Das war mal wieder eine extreme Fehlkalkulation, aber mir kommt es gerade zu Pass, weil der Part ist hier auch offiziell schon zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächstes Mal kann es ziemlich brenzlig werden, tippe ich. Und ich habe schon ein klein wenig Angst vor dem, was jetzt kommt, weil ich habe ja, wie gesagt, keine große Lust auf eine Bruchlandung, wie ihr es im Part 3 gesehen habt. Ja, wir sind hier hoffnungslos zu hoch, beziehungsweise wären hoffnungslos zu hoch für einen ganz normalen Anflug gewesen. Also gucke ich mal, dass ich euch sage, danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt Let's Play Microsoft Flight Simulator X mit einem hoffentlich nicht ganz so extrem chaotischen Endanflug auf Düsseldorf. Tschüss Leute.